Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen uns unterhalten mit der netten Dame hier, wo der Mann leider getötet wurde und der Sohn jetzt vermisst wird. Und jetzt müssen wir das Gehöft suchen. Vor uns kann sich nichts verstecken. Okay. Das könnte der Spitzel sein. Ja, aber der Spitzel. Na gut, wir sind ja noch was länger hier. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. Oh, fragen wir ihn doch mal. Oh. Was leuchtet denn da Gold? Ach, du hast bestimmt einen Schlüssel. Was? Wer? Ein Mörder? Wo? Ich weiß nicht, was du meinst. Keine Notizen heute. Das passt. Jetzt nicht aus dem Blick verlieren und ungewollte Aufmerksamkeit meiden. Ah, okay. Ja, verstanden. Jetzt muss ich noch mal gucken. Wie konnte ich jetzt noch mal meditieren? Nein, so nicht. Verschaffen wir uns einen Überblick. Das ist auch klar. Ne, Reittier rufen. Ah, alles klar. Oh, ich habe ganz viel Glück. So, jetzt werde ich aber nicht mehr gesucht. Oder? Ah, doch, da. Na, komm mal raus. Schlecht getroffen. So, jetzt kann ich meditieren. Ja. Ganz vergessen. So, jetzt aber meditieren. Frage mich ja, wenn der während der Meditation mal wohin muss.
dich habe ich gesucht. Weise den Weg und ich folge. Genau. Aufpassen, Basim. Keine Fehler mehr. Ich hab dich genau im Auge. Geht doch nicht. Tiger, ist zu lang. Kann ich denn jetzt beleuchten? Makorekan. Ich glaube, in dem Heuhaufen könnte ich. Geh woanders hin. Okay, okay, mach ich. Bin schon weg. Ich muss jetzt dahinter. Ballen? Ja, ne? So. Was hast du für mich? Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ist es der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das dann? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast. Ja. Schönes Wetter. Ja, okay. Ich bin schon weg.
Entschuldigung. Die beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. Doğans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. So, den Fall hätten wir abgeschlossen. Alis Spitze. So. Schade, kein Diebstahl. Klopf, klopf. Endlich kommst du zurück. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sieht so deine Freiheit aus? Ich folge weder eurem Credo, noch schulde ich den Verborgenen Rechenschaft. Das ist der Preis des Krieges. Beshi sehe das anders. Beshi führt diesen Aufstand nicht an. Er tut das seine und ich meinen Teil. Doch genug. Was hast du herausgefunden? Die vermissten Sklaven wurden auf Befehl eines Doğan bin Arslan verschleppt. Etwas Großes wird bald passieren. Ich weiß nur nicht was. Aber ich. Der hier sagte, dass meine Männer verhört und dann von ihrem Anführer bei der Villa hingerichtet werden. Ali, der Spitzel, kannte Beshis Namen. Sie suchen nach ihm. Sollen sie suchen. Befreie meine Männer. Ich bereite den Angriff auf die Villa vor. Triff mich beim Gehöft, wenn du fertig bist. Wer macht die Schweinerei jetzt weg? Ich ganz bestimmt nicht. Also der Ali ist ja ein merkwürdiger Zeitgenosse. Hey, rechts vor links. Hallo. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Lass mich deine Waren ansehen. Das kam frisch rein. Ein guter Panzer, der Stolz eines jeden Kriegers. Oh. Dann verbessern wir das doch mal. Eine weise Wahl. Verringert die Auswirkungen illegaler Taten auf Bassens Bekanntheitsgrad um 40%. Eigentlich recht gut. Leichter, stärker, besser. Okay, dafür fehlt uns jeweils die passende Rolle. Was das? Das war's. Ich danke vielmals. Ich gehe dann mal. Gute Reise. Danke. Immer nett, mit dir Geschäfte zu machen. Das muss das Gehöft sein, wo Alis Männer festgehalten werden. Ach komm, ich hab mich doch locker. Hey, komm her. Komm mal her zu mir, mein Freund. Ich muss dir was mitteilen. Was? Nee, das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde nämlich jetzt gerne mal... Es sind ja nur noch die zwei. Ach, schade. Analysieren. Analysieren. Beginnen. Tada! Augenblick! Blute! Oh, den habe ich völlig übersehen. Viel
Allah sei Dank! Wir dachten, wir wären tot! Hol mich hier raus! Ja, die Tür ist offen. Außerhalb des Gehöfts. Spute dich. Der Sohn der Witwe ist nicht hier. Schade. Ich möchte das Glänzende da haben. Okay, das kriege ich wohl nicht. Ich bedarf deiner Augen, Sadiq. Ah. Dann werden da wahrscheinlich noch mehr sein. Ich? Ich möchte dir was ins Ohr flüstern. Augenblick. Ich brauche deine Hilfe, Sadiq. Oh ja, komm hier rüber. Sehr schön machst du das. Was? So wird das gemacht. Anvisieren. Oh, der geht nicht. Schade. Beginnen wir. Für den haben wir nichts mehr. Machen wir so. Finde Frieden, Krieger. Der Kollege sitzt da. Müssen wir das anders machen? Deine Mutter wartet auf dich. Ich gehe noch nicht zurück. Wir haben meinen Vater ermordet. Ich kämpfe mit den anderen. Du bist tapfer. Gut. Geh zu Ali vor dem Gehöft. Das waren alle. Ich sollte jetzt zu Ali. Waren wirklich alle. Da war die Truhe. Ach, so mag ich das. Eine Truhe am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So.
jetzt haben wir die Leute befreit. Und die waren knappe, gefühlte 50 Meter entfernt. Allah ist groß! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Und Allah ist groß! Das ist Heilung! Ja, ich beeil mich. Sind alle da? Doan bin Arslan wird jetzt sterben. Wir warten nur auf dich. Ah, sollen wir? Sollen wir nicht? Ah. Noch nicht. Ich brauche einen Moment. Ich könnte mir nämlich vorstellen... Alter, ich kann dir zwischen die Beine gucken. Ich will das nicht, aber das ist jetzt wie ein Autounfall. Ja, du freust dich, ja genau. Ja, auf jeden Fall, dass wir uns jetzt mit Ali getroffen haben und dann jetzt woanders hingehen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und oder einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ich euch in der nächsten Runde Folge auch begrüßen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.